Oh, Sky Sports News kommt hier gerade an. Das ist doch der Dings. Ach, das ist tatsächlich Dirk Große Schlamann. Dirk Große Schlamann. Da kommt er. Dirk Große Schlamann. Pass auf, Dirk Große Schlamann. Presseprominenz. Wo steht der denn jetzt? Ach, da. Ich bin ja Fan von Dirk Große Schlamann. Wieso schleicht er denn her? Oder ist er weggerannt? Der hat mich gesehen und ist weggerannt. Ich glaube, der hat sich geduckt. Ich komme mir gerade vor wie Harpe Kerkeling früher bei diesen Interviews. Wie bitte? Herr Schlamann. Herr Schlamann. Dirk Große Schlamann. Herr Schlamann. Der steigt extra nicht aus, ne? Der weiß, dass ich hier bin, glaube ich. Nee, wenn er das wüsste, dann würde er sofort auf mich zurennen, mich umarmen und sagen, alter Kumpel. Wie nenne ich den jetzt? Diggi? Für Dirk? Oder vielleicht guckt er auch gerade den Stream. Herr Schlamann, ich warte hier. Ich finde den ja gut, weil er ein netter Kerl ist. Aufregend. Der Skydeck ist eine Zecke? Quatsch. Da ist er. Der Herr Schlamann. Da gehe ich jetzt hin. Ich bin gerade auf meinem Kanal live. Ach so, und hatte gesagt, da ist der Dirk Große Schlamann, mein großes journalistisches Vorbild. Und hatte gedacht, darf man das daran? Warum oder welches ist der beste Fußballverein der Welt? Fußballverein und warum ist es Schalke? Ob das jetzt der beste Fußballverein der Welt ist, das weiß ich nicht. Der beste Fußballverein der Welt, der würde ja auch anders wirtschaften und anders sportlich agieren und sicherlich auch viele strategische Entscheidungen anders treffen. Aber ich weiß gar nicht, ob es den besten Sportverein in der Welt gibt. Keine Ahnung. Das ist doch Schalke. Ich habe gerade so viel Gutes über sie gesagt. Ja, das hat ja nichts damit zu tun, weil ich persönlich, weil ich irgendwie privat denke, dass jeder Fan sagt, Schalke ist der geilste Verein in der Welt. Das ist ja alles schon gut und schön. Ich bin nur sehr viel unterwegs ja auch überall und habe schon ganz viele andere Vereine entdeckt und wie die auch mit diversen Dingen umgehen und so. Und dann finde ich halt, kann Schalke, sicherlich hat Schalke noch Luft nach oben auch, was diverse Dinge angeht. Aber na gut. Es ist ja sicherlich ein cooler Club. Das kann man sicherlich so sagen. Aber Wattenscheid ist auch schön. Wattenscheid, da kann ich mit leben. Da kann ich mit leben. Ganz vielen Dank. War der erste Club, bei dem ich tatsächlich war. Ist bei mir um die Ecke. Da bin ich früher mit meinem Bruder mein. Naja, Wattenscheid ist aber auch schön. Wattenscheid ist auch schön. Da kann ich mir nur. Ja, gut. Ja. Dann danke ich auf jeden Fall für dieses unprofessionelle Interview. Doch, eine Zecke. Ja, klar. Das ist immer geil, wenn die Leute alle hier irgendwie was. Ich habe euch dreimal gesagt, das ist der Herr Schlamann und ich finde ihn gut. Meine Güte. Kann ja jeder schreiben und glauben, was er will. Kriegt ja jeder auch relativ schnell raus. Das war dann jetzt das letzte Interview, was aber ich kriege. Aber die Wurst ist doch gut zu essen bei uns. Die Wurst. Aber die Wurst ist doch gut. Achso, Wattenscheid. Wattenscheid, das ist die beste Wurst. Ist tatsächlich, Tiers, gehe ich immer hin. Freitags, Dienstags Lagerverkauf in Wattenscheid. Da kriegt man die Wurst dann auch. Die ist gut. Aber da gibt es ja mal die ist Frage, was ist besser, Dörninghaus oder Tiers? Nächste Diskussion. Muss er auch mal führen. Mach doch mal einen Wursttest. Ich bin ja mehr so die ganz billige Eimerwurst, die einen normalen Wanne-Eickel an eine schmierigen Pommesbude gibt. Ja, solange die nicht aus der Fettwanne kommt, hier wird ja auch immer alles Fettwanne gemacht. Ne? Das finde ich halt geile, wenn er so irgendwo in Wattenscheid, da glüht halt noch der Grill. Ne? Das ist dann schon irgendwo noch ein bisschen geiler. Ne? Gut, die gibt's aber in Herne und Wanne auch. Und außerdem, wie heißt der Gitarrist? Axel Rudi Pell wohnt auch in Wattenscheid, der geht da auch immer Pommes essen. Beim Profi-Grill oder was? Oder bei Harrys, ich gehe mal zu Harrys Frittenschmiede, kann ich auch nur empfehlen. Harrys Frittenschmiede? Ja, der war mal bei Rach, glaube ich. Der hat da auch mal, da läuft auch immer noch der Beitrag davon. Ja. Harrys Frittenschmiede in Wattenscheid. Harrys Frittenschmiede. Und Schalker Botschaft gucken, oder? Jeder kann gucken, was er möchte. Aber Schalker Botschaft ist am besten. Ganz vielen Dank. Mann, da müsst ihr doch nicht Zecke schreiben. Ich versuche mir eine Karriere aufzubauen. Jetzt setze ich mich hier hin und heule. Von der Community verraten.